Ja, wunderbar. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 47, verbunden mit Tagesordnungspunkt 37. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Pakt für den Rechtsstaat. Hessen setzt um mit dem Antrag der Fraktion der SPD, Drucksachennummer 20/332. Pakt für den Rechtsstaat ist die richtige Aufgabe. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erbitte ich. Pakt für den Rechtsstaat ist die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen unserer Justiz. Ich darf das Wort erteilen dem Kollegen Christian Heinz für die Fraktion der CDU. Redezeit sind 10 Minuten. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Das Rechtsstaatsprinzip ist eines der 5 Staatsprinzipien, das in unserem Grundgesetz niedergelegt ist, neben dem Prinzip Bundesstaat, Demokratie, Republik und Sozialstaat. Und es ist elementar für das Funktionieren unseres Zusammenlebens in dieser freiheitlichen Gesellschaft. Es ist eine der größten Errungenschaften der Aufklärung, dass alle staatliche Gewalt an Recht und Gesetz gebunden ist. Und es hat viele, viele Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte letztlich von schweren Auseinandersetzungen gekostet in der westlichen Welt, dieses Rechtsstaatsprinzip durchzusetzen, dass am Ende auch der oberste Repräsentant eines Staates an Recht und Gesetz gebunden ist. Unser Rechtsstaat ist in den vergangenen Jahren vor neue Herausforderungen gestellt worden. Ich nenne nur die Stichworte internationaler Terrorismus, der Deutschland stark fordert, die Europäische Union, aber auch viele andere westliche Länder und auch andere Staaten auf der Welt. Durch die Globalisierung und Internationalisierung ist unsere Justiz mit neuen Phänomenen noch konfrontiert worden, die sie vorher nicht kannte. Firmen aus der gesamten Welt haben sich hier bei uns erfreulicherweise niedergelassen. Und wenn wir in einem Punkt von unerfreulichen Dingen profitieren, sogar im Moment auf den britischen Inseln, ist es, dass insbesondere die Stadt Frankfurt ein Magnet geworden ist für Unternehmen, die von dort eben zu uns flüchten, um weiterhin einen Standbein in der Europäischen Union zu haben. Um auf die vielfältigen Herausforderungen für den Rechtsstaat zu reagieren, haben die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am 31. Januar dieses Jahres einen Pakt für den Rechtsstaat verabschiedet. Der Inhalt, denke ich, der kann sich sehen lassen. Der Bund beteiligt sich jetzt endlich nach langem Ringen an den Kosten des notwendigen Stellenaufbaus der Justiz in den Ländern. Und die Länder haben sich im Gegenzug über 5 Jahre verpflichtet, insgesamt 2.000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte zu schaffen. Das betrifft den Korridor von 2017 bis Ende 2021. Das heißt, der begonnene Stellenaufbau wird da auch schon mit dazugezählt. Darüber hinaus schaffen Bund und Länder gemeinsam jeder für sich 7.500 Stellen bei den Polizeien, also 7.500 neue Landespolizisten in allen 16 Ländern und 7.500 Bundespolizisten. Und auch der Bund ist nicht untätig und schafft knapp 100 Stellen an seinen obersten Gerichten bzw. bei der Generalstaatsanwaltschaft. Das ist alles richtig und notwendig und richtig, denn zusätzliche Herausforderungen die brauchen auch das entsprechende Personal. Und zur Wahrheit zählt auch, dass in den Nullerjahren, wir sprachen ja beim Punkt zuvor auch davon, beim Thema Wohnungsbau, als unser Staat auf allen Ebenen knapp war und hochdefizitär war, man eben auch im Bereich der Justiz gespart hat. Das galt nicht nur in Hessen, das galt durch alle 16 Länder hindurch, das galt auch für den Bund. Und das holt uns zum Teil eben ein, und das wird im Moment auch von uns jetzt wieder korrigiert. Ich will in dem Zusammenhang aber festhalten, dass Hessen früher gehandelt hat als andere Länder. Viele beginnen erst jetzt damit, mit einem Stellenaufbau. Unsere Ministerin der Justiz, Eva Kühne-Hörmann, hat mit ihrem Amtsantritt 2014 schon dafür gesorgt und dafür gefochten, dass der vorherige Stellenabbau zu Ende gebracht wurde und dass ein Stellenaufbau begonnen wurde und wir schon dadurch schon etwas besser dastehen als die anderen 15 Länder. Da hat sich gezeigt, dass langfristiges Denken belohnt wird, wenn der Staat herausgefordert ist. Ich kann nur noch einmal sagen, Glückwunsch, das war der richtige Entschluss, vor 5,5 Jahren dort sofort zu beginnen und dem Landtag auch Vorschläge zu machen, wie dieser Stellenaufbau vorangehen kann. Auch die Polizeivollzugsstellen wurden schon in der vergangenen Wahlperiode kräftig erhöht. Unter der Ägide von Innenminister Peter Beuth gab es hier schon eine Steigerung von über 11%. Hessen hat also in den vergangenen Jahren schon entschlossen gehandelt, als andere Länder noch Personal reduziert haben. Darauf können wir heute stolz sein. Und das zahlt sich für uns aus. Hessen wird
voraussichtlich deutlich vor 2021, dem Ende des Korridors des Pakt für den Rechtsstaat, seine Verpflichtung aus dem Programm erfüllt haben, sogar mehr als erfüllt haben, und einen großen Beitrag damit leisten zum funktionierenden Rechtsstaat. Zu diesem, meine Damen und Herren, zählt aber auch weit mehr als die ausreichende Ausstattung mit Personal. Genug Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Vollzugsbedienstete und Mitarbeiter in der Verwaltung, die sind sicherlich die Grundvoraussetzung, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Darüber hinaus muss aber auch das materielle Recht natürlich immer wieder an die Begebenheiten angepasst werden. Deshalb ist für uns auch ein wesentlicher weiterer Bestandteil des Paktes für den Rechtsstaat, dass wir immer weiter an Verfahrensbeschleunigungen arbeiten. Hier ist im großen Maße auch der Bund am Zuge. Hier wünschen wir uns, um das auch in aller Deutlichkeit zu sagen, noch mehr Engagement des SPD-geführten Bundesjustizministeriums. Dieses hat nämlich die Zusage gegeben, Vorschläge vorzubereiten, wo und wie Verfahren deutlich weiter beschleunigt werden. Wir fordern Frau Barley deshalb ausdrücklich auf, hier noch mehr Initiative zu zeigen. Unser Staat hat es dringend nötig, und wir brauchen dort mehr Initiative. Diese kommen auch über die Länder und über den Bundesrat, aber der Bund als hier meistens verantwortlicher Gesetzgeber sollte auch durch seine originären Organe Bundestag und Bundesregierung jedoch stärker tätig werden. Ich spreche nur exemplarisch an. Im Verwaltungsrecht können wir uns weitere Konzentrationswirkungen in Verfahren vorstellen. Im Zivilrecht müssen wir ganz kritisch schauen, wie wir Zivilprozesse bis zu einer endgültigen Entscheidung noch weiter beschleunigen können. Denn das ist ein ganz wichtiger Standardfaktor für unseren Staat. Der kleine Handwerker kann eben nicht jahrelang darauf warten, bis er seine Rechnung bezahlt bekommt, sondern er ist darauf angewiesen, dass er eben schnell zu seinem Titel und auch zu seinem Rechtsfrieden kommt. Das Gleiche gilt in anderen Rechtsbereichen auch. Und bei Massenverfahren, das gehört auch dazu, dazu zählen unter anderem auch Asylverfahren, aber auch andere im Verwaltungsrecht, ist eine möglichst einheitliche Handhabung vergleichbarer Sachverhalte unser Ziel, ohne die Rechtsstaats- und Rechtswegegarantie des Einzelnen natürlich anzutasten. Das Vertrauen in den Rechtsstaat lebt hier auch davon, dass Gleiches gleich behandelt wird. Und bei großen Vorhaben, eben ging es um Wohnungsbau, aber wir diskutieren hier auch über Infrastruktur, über Straßenschienen, Flughäfen und anderes. Auch da müssen wir uns von Zeit zu Zeit immer wieder anschauen, wie wir dann am Ende auch eines schwierigen Prozesses, wo alle Aspekte abgewogen werden, dann auch mal zum vernünftigen Ergebnis kommen können und wo es dann auch mal losgehen kann. Denn oft kranken solche Projekte auch daran, dass die Verfahrensrechte, die alle wichtig sind, so weit ausgenutzt werden, bis dann die Zeit dem Staat auch manchmal davonläuft. Und wichtig, das sei auch erwähnt, ist, dass der Bund sich verpflichtet hat, in den Bundesgerichten, ich erwähnte es schon, in der Generalstaatsanwaltschaft neue Stellen zu schaffen. Die sind wie immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, was die Justiz betrifft. Die Hauptlast wird von den Ländern getragen, 2.000 gegenüber knapp 100. Das heißt, der Bund stellt nur 5% originär eigenes Personal. Meine Damen und Herren, darüber hinaus gibt es aber noch einen weiteren Aspekt, den ich zumindest ansprechen möchte. Personalausstattung, materielles Recht, das ist alles wichtig. Aber der Rechtsstaat lebt auch davon, wie er von jedem Einzelnen, auch von der Politik und von der Verwaltung gelebt und ausgefüllt wird. Ausreichend Richter, kluge Richter und gute Gesetze allein, die reichen hierfür nicht aus. Es gab in der jüngeren Vergangenheit, da will ich gar keine Parteipolitik betreiben, sondern das mal etwas globaler betrachten, gab es doch einige Vorfälle, die aus meiner Sicht durchaus Grund zur Sorge oder zumindest zum Nachdenken geben. Wir erleben Möglichkeiten, Nachrichten ganz anders und schneller zu transportieren als heute, als in der Vergangenheit. Man muss nicht warten, bis die nächste Ausgabe der Tageszeitung kommt, sondern im Sekundentakt ändern sich die Nachrichten. Und was leider damit einhergehend als negative Komponente auch zugenommen hat, ist, dass die Vorverurteilung vermeintlicher Schuldiger in Anführungszeichen durch diese Verbreitungsmöglichkeiten doch erheblich zugenommen hat. Wir haben es schon einige Male erlebt, dass der Beschuldigte oder öffentlich Angeschuldigte überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, sich gegen diese Vorwürfe zu wehren. Und da wir hier im Hessischen Landtag sind, will ich es auch nur am Rande erwähnen, davor sind auch Abgeordnete dieses Hauses, genau wie jeder andere Bürger, nicht geschützt. Auch das haben wir erlebt. Wer in der Öffentlichkeit steht, der wird Wochen und Monate lang durch den Kakao gezogen. Und wenn dann am Ende ein solches Verfahren nach 170 Absatz 2 Strafprozessordnung, also wegen erwiesener Unschuld, eingestellt wird, da sagt niemand mehr was oder das ist nur noch eine Erwähnung auf Seite 12 der Zeitung unten rechts dann wert, was keiner mehr liest oder was die meisten überlesen. Ein weiterer Aspekt ist, dass zum Rechtsstaat auch der Rechtsfriede zählt. Nicht jede Entscheidung muss aus unserer Sicht, beispielsweise sofern es verwaltungsrechtliche Entscheidungen
betrifft, durch Vorverfahren und dann durch drei Instanzen, durch Verwaltungsgerichte, am besten jeweils noch durch ganze Kammern und Senate überprüft werden. Wir müssen auch immer wieder den Mut haben, zu sagen, dass die rechtsstaatliche Mindestgarantie ein Richter an eine Instanz ist und wir für jeden Sachverhalt abwägen müssen oder für jeden Komplex abwägen müssen, wie lange darf etwas dauern und wie gründlich wird über das geprüft. Die übergründliche Prüfung am Ende ist in einigen Fällen oder kann auch dazu führen, dass dem Rechtsstaat damit auch nicht Genüge getan wird. Zum Rechtsstaat zählt eben, dass Verfahren noch einmal zu Ende gebracht werden. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, Herr Präsident, ist, dass ich bin gestern im ganz anderen Zusammenhang auch darauf eingegangen, dass wir als Politik und auch als Verwaltung und als Exekutive mehr den Mut haben müssen, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, die rechtsstaatlich geboten sind, die aber nicht populär sind. Wir erleben es immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, dass Konstellationen, die für uns schwierig und unangenehm sind, ich habe gestern genannt, Aufzug von Rechtsextremisten, die aber zum Teil durch das Versammlungsrecht geschützt sind, dann ganz schnell aus dem politischen Bereich an die Gerichte geschoben werden. Es nützt aber nichts, wenn die Gerichte dann aus rechtlichen Gründen gehalten sind, noch am gleichen Tag solche Entscheidungen dann im Eilverfahren wieder zu kassieren. Damit belasten wir die Gerichte. Wir schieben in die Rolle des Buhmanns zu, wir machen uns selbst aber auch unglaubwürdig. Auch die Politik und alle Fraktionen dieses Hauses müssen täglich den Mut haben, für diesen Rechtsstaat auch einzustehen. Kollege Heinz, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir kommen zum Schluss, Herr Präsident. Unsere Aufgabe als Politik ist es, den Rechtsstaat zu stärken. Das tun wir an verschiedenen Stellen. Wir tun es als Landespolitik, indem wir die Richter und Staatsanwälte und Vollzugsbediensteten bereitstellen, die Polizisten bereitstellen. Die Landesregierung ist gelungen, gemeinsam mit dem Bund darüber hinaus eine gute Vereinbarung zu treffen, den Pakt für den Rechtsstaat, der weiter daran arbeitet. Und am Ende lebt der Rechtsstaat davon, dass wir ihn gemeinsam tragen, unterstützen, begleiten und auch dafür einstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. – Nächster Redner ist der Kollege Schenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, werte Besucher auf der Tribüne! Der tiefere Sinn hinter dem Antrag der SPD-Fraktion mit dem Titel „Pakt für den Rechtsstaat“ aus dem Koalitionsvertrag Ihrer Berliner Großen Koalition erschließt sich mir nicht, denn es handelt sich allenfalls um einen untauglichen Werbeblock, also Fassadenpolitik. Und er ist alles andere als ein Ruhmesblatt und auch kein Grund, sich hier selbst zu feiern. Für den Gegenantrag von CDU und GRÜNEN gilt das Gleiche. Soweit Sie sich hier gegen die Kritik der SPD an den hessischen Verhältnissen verwahren. Als Jurist stolpert man schon bei dem Begriffspaar Pakt und Rechtsstaat. Den von Ihnen beschworenen Rechtsstaat des Artikel 20 Grundgesetz haben Sie von SPD, CDU, CSU doch selbst mit der Berliner Koalition schwer beschädigt, nämlich dort, wo sie als vollziehende Gewalt, als Exekutive die klare, strikte Bindung an geltende Gesetze verlassen haben und mit ihnen alle willfährigen Unterstützer dieses Staatsversagens. Selbst Ihr Innenminister Seehofer bezeichnete das vollkommen zu Recht als Herrschaft des Unrechts. Die bundesweit 2009 Stellen für Richter, Staatsanwälte und sonstige Justizarbeiter, Mitarbeiter bzw. die Aufstockung bei der Polizei, die sie schaffen wollen, hören sich zwar gut an, sind aber letztlich nichts anderes als das Echo des Notrufes aus der Wirklichkeit. So lösen sie selbst die selbst geschaffenen Probleme mit Sicherheit nicht. Von den 1,6 Millionen Asylverfahren allein der Jahre 2015 bis 2017 sind mehr als 800.000 bei Gericht anhängig. Dies kostet den Steuerzahler weit mehr als 4 Milliarden Euro
und dabei liegt die Anerkennungsquote bei Asyl nahe 1%. Ein Konjunkturprogramm lediglich für Anwälte und Dolmetscher. Hören Sie also auf, die Probleme weiter zu tabuisieren. Über diesen rosaroten Elefanten im Raum, der unser Land und diesen Staat an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringt, ihn überfordert, seinen Bürgern immer neue Lasten, einmalig hohe Steuern und Sozialaufgaben auferlegt und zu einer nicht gekannten Erosion des Rechts geführt hat. Darüber gilt es hier zu sprechen. Es ist das Unrechtsregime offener Grenzen, der Bruch des Artikel 16 Grundgesetz, des Asylverfahrensgesetz, § 18 und des Dublin-III-Abkommens. Niemand weiß genau, wie viele gekommen sind und noch kommen werden, wer sie wirklich sind, weil meist ohne Pässe, aber mit Smartphone und nicht wenige sind kriminell. Dass dies alles nicht zufällig geschieht, verdeutlichte Harvard-Professor Yascha Monk, als er letztes Jahr in der ARD-Tagesthemen verkündete, dass in Deutschland gerade ein weltweit einmaliges Experiment stattfände, nämlich eine monoethnische Demokratie durch kulturfremde Masseneinwanderung in eine multiethnische zu verwandeln. Ja, das hat er gesagt. Das könne gelingen, meint er. Dabei werde es aber auch zu Verwerfungen kommen. Und lachen Sie nur weiter, das wird Ihnen bald vergehen. Und die sind schon jetzt täglich spürbar. Ich frage Sie, wer hat Ihnen das Recht zu einem derartigen Sozialexperiment gegeben? Und an diese, ich rede nur zur Sache, und an diese, diese importierten täglichen Einzelfälle, Messerattacken, Sexualdelikte, Raub und Ehrenmorde, an den Verlust der inneren Sicherheit, an diesen Blutzoll und die zahllosen Opfer Ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen nicht gewöhnen. Skandalös und unwürdig zugleich ist auch Ihr Umgang mit den Opfern Ihrer Politik. Beispielhaft für die vielen das Attentat in Berlin am Breitscheidplatz, Mia Maria in Freiburg, Mia in Kandel, Susanna in Wiesbaden oder Daniel in Chemnitz. Wo bleibt Ihr aufrichtiges Mitgefühl und Ihre Anteilnahme mit den Opfern und deren Angehörigen, frage ich Sie. Die Sorge vor Instrumentalisierung davor, dass es vielleicht der AfD nützen könnte, führt zum Verlust jeglicher Empathie und Mitmenschlichkeit, ersetzt durch den absurden Kampf gegen rechts. Bizarr, nein, monströs auch der Auftritt von Feine Sahne Fischfilet und anderen. Bizarr, wie man den Messermord, an einem jungen Chemnitzer Familienvater auf offener Straße in verstörender Weise mit der Aktion Wir sind mehr für ein surrealistisches, schamloses Volksfest missbraucht hat. Ein durchschaubares Ablenkungsmanöver von Ihrer Verantwortung für diese Mitverantwortung für diese Taten. Sie suchen wirklich noch immer nach den Ursachen für die aktuelle Wohnungsnot? Der Knochen, den Sie eben an der Knochen des Wohnungsmangels, an dem Sie da eben sich abgearbeitet haben, da ist doch gar kein Fleisch mehr dran. Die exorbitant steigenden Mieten, den Ursachen des kollabierenden Verbildungssystems. Sie fragen sich, warum die Justiz überlastet ist. Das ist doch alles kein Wunder. Verehrte Damen und Herren, blicken wir mal kurz auf das größere Hintergrundgeschehen, vor dem unsere Migrationskrise einzuordnen ist. Die Hybris, ein Weltproblem, nämlich die drohende Erschöpfung der Ressourcen der Erde durch das starke Wachstum der Weltbevölkerung, gerade in Afrika und in Teilen Asiens, durch Ansiedlung einer Vielzahl dieser Menschen hier in Deutschland oder Europa lösen zu wollen, ist hoffnungslose Selbstüberschätzung. Das Bevölkerungswachstum kann sinnvollerweise nur von den Menschen in den betroffenen Ländern selbst in die Hand genommen und angegangen werden. Diese Menschen mit Wohlstandsversprechen nach Deutschland einzuladen und auch noch andere EU-Staaten zur Teilnahme an dieser Ansiedlung zu nötigen, ist ein völlig absurdes Vorhaben, dem sich die anderen Staaten zu Recht vehement entgegenstellen. Behörden, Polizei und Gerichte werden durch diese Asylverfahren und importierte Kriminalität völlig überlastet. Mit Drehtüreffekt
werden alle Instanzen durchlaufen ohne Konsequenz. 700.000 Ausreisepflichtige werden nicht abgeschoben, sondern weiter alimentiert. Professor Sinn hat die Kostenbelastung für jeden dieser verbleibenden Migranten in einem Gutachten mit 450.000 € beziffert. Dem ist also auch Professor Raffelhüschen gefolgt, und er geht bei der Migration alleine von 2015 von Integrationskosten von 900 Milliarden € aus. Ihre 2.000 Stellen für Richter und Staatsanwälte sind keinerlei Beitrag, geeigneter Beitrag, die kollektive Verwahrlosung dieses Landes aufzuhalten. Sie sind bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie, Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Der Kollege, wie Peter Schalatour schon feststellte, retten wir nicht Kalkutta, sondern werden selbst dazu. Hören Sie also auf, aus einem Rechtsstaat ein diffuses, unregierbares Siedlungsgebiet für jedermann zu machen. Kehren Sie zurück zur rechtsstaatlichen Ordnung. Dann erübrigt sich Ihr Pakt für den Rechtsstaat. Die Anträge, Ihre Anträge lehnen wir ab. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat der Kollege Gerald Kummer, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Es macht mich zunächst einmal fassungslos, und ich finde es auch unerträglich für dieses Haus, wie hier Herr Schenk von der AfD eine Debatte zum Pakt für den Rechtsstaat missbraucht, um seine kruden, menschenverachtenden Vorstellungen in dem Landtag, im Landtag des Landes Hessen verbreiten zu können. Es macht fassungslos, und es ist unerträglich. Aber andererseits, andererseits demaskiert er damit auch eine Fassade der Bürgerlichkeit, die zuvor versucht worden ist, aufzusetzen, und macht eine im Grunde genommen menschenverachtende Politik für jedermann deutlich, die wir entschieden zurückweisen. Im Übrigen zum Thema Pakt für den Rechtsstaat hat er nichts gesagt. Kolleginnen und Kollegen, die demokratischen Parteien in diesem Landtag verbindet eins, nämlich die Einstellung, der Pakt für den Rechtsstaat. Gut, dass es ihn gibt, das sagen wir auf der einen Seite. Aber es kommt auch ein Aber. Schlimm, dass es ihn in Hessen geben musste. Der Pakt für den Rechtsstaat, beschlossen zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefs der Länder, er ist eine gute Sache. Er hilft der unterstützungsbedürftigen hessischen Justiz und stärkt den Rechtsstaat. Er hilft, Frau Ministerin, verloren gegangenes Vertrauen der Menschen in unserem Land, in unseren demokratischen Rechtsstaat wiederherzustellen. In einen Rechtsstaat, der gut funktioniert, einen Rechtsstaat, der die Menschen beschützt, der vor dem Gesetz alle gleich behandelt und der verhindert, dass die Kleinen gehängt werden und die Großen laufen gelassen werden. Dafür kann man und muss man Danke sagen. Danke, Frau Bundesjustizministerin Katharina Barley, dass Sie sich für die Verbesserung der Personalausstattung in der Justiz der Länder und insbesondere auch im Lande Hessen stark gemacht haben und damit auch für eine Umkehr der ignoranten, das muss ich so deutlich sagen, Personalpolitik in unserem Bundesland. Diese Verbesserung im Pakt für den Rechtsstaat war dringend nötig und geboten. Die Personalausstattung in der hessischen Justiz, und jetzt kommt ein Beweis, dann will ich nicht schuldig bleiben, so z.B. auch am Oberlandesgericht, ist desaströs, ich könnte auch sagen verheerend oder verhängnisvoll, das ist dieselbe Bedeutung des Wortes desaströs, oder um es in den Worten des Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt, Herrn Roman Poseck, zu beschreiben, ich zitiere, er sagte dieser Tage, wir in Hessen blicken neidisch auf andere vergleichbare Oberlandesgerichte, die personell erheblich besser ausgestattet sind. Meine Damen und Herren, 149 Richter arbeiten am OLG in Frankfurt. Den Bedarf gibt die Ministerin selbst mit 169 Richterstellen an. Die Einschätzung des Präsidenten des OLG, der zugleich Präsident unseres obersten Gerichts, des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen ist und gerade gestern wiedergewählt wurde, ich glaube, sie hat angesichts der CDU-Mitgliedschaft von Herrn Poseck eine besondere Bewertungsschwere, wie ich finde.
Der Wiesbadener Kurier hat recht, wenn er zur Antwort der hessischen Justizministerin auf die Anfrage der SPD-Fraktion zur Sache schreibt, ich zitiere, Wiesbadener Kurier, der Personalmangel nagt an den Fundamenten des Rechtsstaats. Der Richterbund erwarnt, Verfahren könnten mehrere Monate nicht bearbeitet werden, Herr Heinz. Es drohe, dass Tatverdächtige wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Im Lichte dieser Aussagen ist Ihr Antrag, Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, das muss ich so deutlich sagen, nichts anderes als blanker Hohn und ein Stück weit auch Realitätsverweigerung. Es ist die CDU-geführte Landesregierung. Sie trägt die Verantwortung für den Personalabbau in der Justiz, und der willfährige Koalitionspartner Bündnis 90, die GRÜNEN, macht dies seit der Erstauflage der Koalition munter mit, Frau Förster-Heldmann, munter mit. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Verfahren an den hessischen Gerichten in einem Dauerhoch stecken geblieben sind. Es wäre Zeit, finde ich, an Sie gerichtet, für mehr Demut, sehr geehrte Damen und Herren der Koalition. Aber was tun Sie, statt Demut zu zeigen? Die Ministerin Frau Kühne-Hörmann argumentiert, man könne nicht auf jede Entwicklung mit dem Schaffen neuer Stellen reagieren im Sinne der Steuerzahler. Sie versucht, den Menschen etwa klarzumachen, dass der Bedarf an den Verwaltungsgerichten in 2018 im Vergleich zu 2017 um 144 Stellen gesunken sei, also sich fast halbiert hätte. Dabei zeigt dies doch nur, dieses kleine Zahlenbeispiel zeigt doch nur, dass die Personalbedarfsberechnung nach Pepsi völlig ungeeignet ist, um den tatsächlichen Bedarf nachhaltig abzubilden. Die über 20.000 anhängigen Verfahren werden völlig negiert, weil nur auf die Neuzugänge rekurriert wird. Wer so denkt, nimmt billigend in Kauf, dass die entstandenen Rückstände erst irgendwann in ferner Zukunft werden abgebaut werden können. Damit entsteht Frust beim Personal, und damit entsteht auch Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern. Kolleginnen und Kollegen, die Kosten für die längeren Verfahren, die psychosozialen Folgen des völlig überlastenden Justizpersonals und die gesellschaftlichen Folgen des daraus resultierenden Ansehensverlusts unseres Rechtsstaats lassen Sie dabei bei dieser Betrachtung völlig außer Acht. Das ist nicht nur, finde ich, unsozial und unklug, es ist auch ungerecht. Ungerecht, denn es schwächt das Recht. Ein schlanker Staat in diesem Zusammenhang ist ein schwacher Staat, und aus einem schwachen Staat droht ganz schnell ein handlungsunfähiger Staat zu werden. Was wir wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine starke Justiz, die den Herausforderungen unserer Zeit schlagkräftig, personell und technisch hervorragend aufgestellt begegnen kann. Keine Justizausstattung nach Haushaltslage. Denn der soziale Rechtsstaat und die Demokratie, sie geraten sonst unter Druck. Das Vertrauen in sie sinkt. Verfahrenseinstellungen, Verjährungseintritte und fehlende Verfahrenstransparenz bei Entscheidungen sind Folge einer, und ich muss sagen, Ihrer verfehlten Personalabbaupolitik. Sie verkennen die Bedarfe des demokratischen Rechtsstaats und schwächen einen wesentlichen Grundpfeiler damit unseres Gemeinwesens. Noch dazu, und das möchte ich erwähnen, an die Koalition legen Sie offensichtlich hellseherische Fähigkeiten an den Tag, sehr geehrter Herr Heinz, lieber Kollege. Denn Sie wussten schon 2017, hellseherische Fähigkeiten, denn Sie wussten schon 2017, wie viele Stellen 2019 aufgebaut werden müssen, um das mit der Bundesregierung erst im Januar 2019 vereinbarte Ziel erreichen zu können, von dem Sie 2017 allerdings noch gar nichts wissen konnten. Sie machen im Zuge Ihres Eigenlobs des minimalen Stellenaufbaus, Herr Heinz, die berühmte Maus zum Elefanten. Aber es kommt noch etwas dazu. Und Sie versuchen damit, Herr Innenminister, Sie versuchen damit, den Pakt für den Rechtsstaat, kaum dass die Tinte unter Ihnen getrocknet ist, schon wieder letztlich zu umgehen. Eins bleibt Fakt, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit der Operation Düstere Zukunft, die unserem Hessenland, dem sozialen Miteinander und insgesamt den hier lebenden Menschen enorm geschadet hat, ist die Personalausstattung der hessischen Justiz heute schlechter als zuvor. Und dies ist nicht nur im Bereich der Justiz der Fall. Und nicht nur dort zeigt sich dieses düstere Bild. Nicht nur dort fehlt vorne und hinten Personal. Herr Tippi, bei der hessischen Polizei zeigt sich das gleiche Bild. Vergleicht man etwa die Personalausstattung des Polizeipräsidiums Südhessen mit der Personalausstattung – jetzt ist er weg. Nee, ist noch da, der Innenminister.
Vergleicht man die Personalausstattung des Polizeipräsidiums Südhessen mit der Personalausstattung unseres Nachbarlands Bayern, so fehlen allein im Polizeipräsidium Südhessen 2.000 Polizistinnen und Polizisten im Vergleich zur Personalausstattung des Nachbarlandes. Jetzt staunen Sie ja wohl. Ganz zu schweigen von den Millionen von Überstunden. Kolleginnen und Kollegen, es ist ein seltsamer Tanz, den die Regierungskoalition hier aufführt. Herr Frömmrich, es ist ein seltsamer Tanz, den Sie aufführen. Er erinnert mich entfernt an den Echternacher Pilgerschritt, wenn Sie wissen, was das ist, oder auch Springprozession genannt. Sie springen zwei Schritte zurück, und einen Schritt nach vorne und merken dabei gar nicht, dass Sie am Ende dieses Pilgersprungs weiter hinten angekommen sind, als Sie zuvor gestartet sind. Und dieses Zurückspringen wollen Sie den Menschen dann auch noch und den Beschäftigten der Justiz und den Menschen in unserem Land als Fortschritt verkaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei merkt man Ihnen, der Koalition doch angesichts ihrer Bezeichnung des Pakts für den Rechtsstaat als eine, wie Sie es nennen, eine angemessene Ergänzung des Justizaufbauprogramms an. Sie wissen eigentlich ganz genau, dass es eine verdammt gute Idee von Frau Barley war, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber Sie können einfach nicht über Ihren Schatten springen und das auch einmal so deutlich sagen, nämlich, dass es eine verdammt gute Idee war mit dem Pakt für den Rechtsstaat. Ich will Ihnen diese Last gerne abnehmen. Wir sind dankbar, dass der Bund auf Initiative des SPD-geführten Bundesjustizministeriums dem Land Hessen unter die Arme greift, damit es letztlich rechtsstaatlich handlungsfähig bleibt. Es ist gut und richtig, dass die Länder in ihrer Personalhoheit insgesamt 2.000 Stellen für Richter, für Staatsanwälte und zusätzliche Stellen für die Folgedienste schaffen sollen. Und außerdem ist es gut, das betone ich in dem Zusammenhang, weil der Kollege Heinz darauf Bezug genommen hat, den Bericht über die Fortschritte in den Ländern zunächst abzuwarten, bevor der Bund die für die erste Tranche notwendigen gesetzlichen Änderungen auf den Weg bringt. So ist es nämlich im Pakt vorgesehen. Kollege Kummer, Sie müssen zum Schluss kommen. Den vermeintlichen Druck, den die schwarz-grüne Koalition versucht, an dieser Stelle aufzubauen, er ist völlig deplatziert. Ich komme zum Ende, Herr Vorsitzender. Entschuldigung, Herr Präsident. Ist schon gut, ja, ja. Im Reichstag des Kreises Groß-Gerau. Letzter Satz. Solange die Hessische Landesregierung bei Unterstützung der sie tragenden Landtagskoalition eine derart desolate Personalpolitik in der Justiz und bei der Polizei betreibt, sollte sie den mahnenden Zeigefinger schnell wieder senken und sich mit der Hand desselben an die eigene Nase fassen. Bundesjustizministerin Katharina Barley jedenfalls zeigt mit dem Pakt für den Rechtsstaat, wie es richtig geht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn ein Wort nicht zur Sache, sondern zu der Rede des Herrn Schenk von der AfD. Wer über unsere Politik mit den Worten Sozialexperiment redet, und offensichtlich sind auch Harvard-Professoren nicht vor Dummheit gefeit, der verlässt nicht nur den Anstand, sondern auch den Boden unserer Verfassung. Wir stehen in dieser Gesellschaft und mit der großen Mehrheit in diesem Haus nicht nur für Recht, sondern auch für Schutz für Menschen in Not. Das wollte ich vorneweg gesagt haben. Doch zur Sache. Meine Damen und Herren, Pakt für den Rechtsstaat, das hat ja schon etwas Faustisches. Meine lieben Regierungsfraktionen in Hessen und im Bund, geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Sollten wir nicht lieber darüber reden, über ein Programm für eine funktionierende Justiz? Da bin ich dann nämlich wieder bei Ihnen. Aber ich will auch ganz klar sagen, die Gefährdung des Rechtsstaates, wenn es denn sie gibt,
die geht von ganz anderen Stellen aus als von mangelnder Stellenbesetzung in der Justiz im Moment. Und, meine Damen und Herren, Rechtsstaat ist mehr als Polizei und Justiz. Sie gehören zum Rechtsstaat, machen ihn dann aber nicht allein aus. Zu einem starken Rechtsstaat gehört ebenso eine starke Demokratie. Formen der direkten Demokratie stärken sollten wir z.B. mal wieder bereden. Bisherige Regelungen bzw. Volksbegehren, Bürgerbegehren müssen vereinfacht werden. All dazu finden wir nichts in diesem faustischen Pakt. Also reden wir lieber über das, was wir tun müssen für eine funktionierende Justiz. Ja, auch wir sind der Meinung, wir brauchen dringend mehr Personal und bessere Infrastruktur in der Justiz. Die elende Überlastung muss ein Ende haben. Herr Kummer, mein Vorredner, Sie haben gar nicht Ihre Antwort auf die schöne kleine Anfrage hier erwähnt. Aber wenn ich da durchgucke, wie viele dreistellige Pepsi-Zahlen, also über 100, wir dort finden, dann ist das Beleg genug, dass wir ein Problem in der hessischen Justiz haben. Das ist nicht nur in der hessischen so. Ich will kurz darauf hinweisen, dass es bundesweit ein Problem ist. So bewerten 82% der Richter und sogar 92% aller Staatsanwälte die Personalsituation an ihren Dienststellen negativ. Die technische Ausstattung wird heute von der Mehrheit als eher schlecht oder sehr schlecht bewertet. 6 von 10 Richtern und sogar 3/4 von Staatsanwälten haben nach eigenem Empfinden nicht genügend Zeit für ihre Rechtsfälle. Doch das, was Sie jetzt in dem sogenannten Pakt für den Rechtsstaat vorschlagen, ist keine tragfähige Lösung für die bestehenden Probleme. Ich erinnere daran, dass ursprünglich die Justizministerkonferenz, und Sie wurden dort auch zitiert, verehrte Frau Kühne-Hörmann, gesagt hat, das ist doch alles viel zu wenig Geld, da können wir gar nichts mitmachen. Und es ist nun einmal so, Sie geben jetzt 170 bis 220 Millionen € aus für eine Anschubfinanzierung in einem Jahr, für ein Jahr, wobei vollkommen unklar ist, wie das die nächsten 20, 30, 40 Jahre finanziert werden soll. Meine Damen und Herren, nachhaltige Politik sieht anders aus. Und, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, wohl wieder in Hessen wie im Bund, Sie gehen ein Problem an, das Sie selber verursacht haben. Es war die marktliberale Ideologie des schlanken Staates, die einen massiven Stellenabbau bei der öffentlichen Hand verursacht hat. Und von Ihrer Seite, der Regierungsfraktionen in Land und Bund, kommt kein Wort dazu. Doch, Herr Heinz, ich habe mit Respekt wahrgenommen, dass Sie das Verb korrigieren in Ihrer Rede benutzt haben. Dafür danke schön. Aber ob das jetzt schon eine Korrektur ist, wage ich zu bezweifeln. Und noch einmal, Rechtsstaat ist mehr als eine funktionierende Justiz und eine Polizei ohne Nazis. Deswegen kümmern Sie sich bitte auch um die anderen Gefährdungen des Rechtsstaats. Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, Datensammelwut bei der Polizei, Massenüberwachung, unser Staatstrojaner hier in Hessen. Die Landespolizei darf sich zur Verfolgung von Alltagskriminalität in Smartphones und Computer hacken. Hierfür werden bewusst Sicherheitslücken offengelassen. Dieser Angriff auf die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ist nach meiner, nach unserer Auffassung in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar. Eine letzte Bemerkung. Auch das gehört für uns immer dazu, wenn wir über Rechtsstaat reden. Beenden wir endlich die Kriminalisierung der Armen in unserem Rechtsstaat. Ein starker Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht diskriminiert. Es bleibt für uns unverständlich, dass Schwarzparker nur eine Ordnungswidrigkeit begehen, die mit bis zu 25 € geahndet wird, während Schwarzfahrer
nicht nur ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 € zahlen müssen, sondern eben größtenteils auch strafrechtlich verfolgt werden. Das ist unverhältnismäßig. Wer nur eine kleine Rente hat, wer ein Azubi-Gehalt bezieht, beim kargen Hartz-IV-Satz sind gerade einmal 26 € für Mobilität vorgesehen. Das sind Delikte wie Schwarzfahren, die eben vornehmlich im armen Teil der Bevölkerung begangen werden, weil sie sich zu Bewerbungsgesprächen irgend fortbewegen müssen oder weil sie aufs Amt müssen. Schwarzfahren darf deswegen keine Straftat sein. Dieser Irrsinn kostet den Steuerzahler zudem sehr viel Geld. Etwa 5.000 Menschen sitzen in Deutschland eine Ersatzfreiheitsstrafe ab, die meisten wegen Schwarzfahrens. Und Polizei und Justiz müssen sich mit solchen Kleinstdelikten herumschlagen und verlieren dadurch Kapazitäten für Straftaten, die wirklich gesellschaftlichen Schaden anrichten. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Wenn es um den Rechtsstaat geht, haben wir viel mehr Baustellen als den Stellenmangel in Justiz und Polizei. Sie finden unsere Zustimmung, wenn wir sagen, wir brauchen dort eine Anschubfinanzierung. Wir brauchen aber auch vor allen Dingen eine dauerhafte Finanzierung, wenn Sie die angehen. Wir werden Ihnen mit Sicherheit in den nächsten Haushaltsberatungen wieder die Möglichkeit geben, unseren Vorstellungen, wie eine gute Personalausstattung in der Justiz aussieht, als Antrag vorzulegen. Ich gehe davon aus, dass Sie ihn wieder ablehnen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.